Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserem Szenario. Und wir werden uns jetzt gleich die Kommentare anschauen. Wir haben uns gerade schon mal die Baby-Challenge angeschaut, die wir bald starten werden. Das ist die Insane Baby-Challenge. Die wird nicht mit 100 Babys starten, sondern die wird ein bisschen anders ablaufen. Und die werden wir ja bald starten. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir das Szenario in ein bis zwei Parts abschließen. Wir haben da leider auch einen Fehler im Szenario, habe ich gerade gesehen. Dazu komme ich gleich nochmal. Mal gucken, wie wir das, keine Ahnung, wie wir das lösen können. Aber da gucken wir dann gleich nochmal. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ich zeige euch mal die Kommentare, die unter dem letzten Part geschrieben wurden. Wir hatten ja im letzten Part einen sehr schönen Part, denn wir haben ein Umstyling gemacht und das Haus ein bisschen umgebaut, was sehr cool war. Ich zeige euch mal, was so geschrieben wurde. Evola. Wo ist denn meine Maus hier? So, meine Lieben. Alem, bist du das? Auch auf Twitch, Alem? Ich war, okay. Ja, hallo. Hallöchen Twitch und auch hallo Sandri. Fand die Folge richtig cool. Hab jetzt auch einen Twitch-Account. Aha! Ja, dann warst du das. Witzig. Cool. Melanie Hilligers schreibt, Hallöchen Twitch, ich liebe deine Videos. Du bist für mich ein Riesenvorbild. Dankeschön. Das ist ganz süß von dir. Vielen, vielen Dank. Und Marc schreibt, Halli, hallo, Hallöchen. Die beiden sind einfach so toll. Du bist so ein lustiger Streamerin. Thank you. Manchmal bin ich ein bisschen witzig auch. Das stimmt. Und natürlich haben wir das natürlich alle verstanden. Minute 1,25. Ich glaube, ich weiß, was das war. Erst zu NKD gehen. Ach so, das war die Nachricht. Kaufen, dann zu New Yorker. Ihr erinnert euch? Und ihr werdet an der Seite auch schon von YouTube, von Twitch begrüßt, ihr Lieben. Danach können wir. Da habe ich den Kommentar entziffert, der da kam. Miteinander. Genau, das war sehr lustig. Okay. Das war schon sehr lustig gewesen. Da habe ich den Kommentar nämlich entziffert, der da geschrieben wurde. Dann schreibt Sven, Hallöchen, ihr Süßen auf Twitch. Echt, finde es immer toll, wenn du Umstyling machst mit den Klamotten. Dankeschön. Und Silke schreibt, Hallöchen. Und Simsnoll, Hallöchen. Hast du neue Sets, Kollegin? Kollegin? Bist du auch Content Creator? Sind wir Kollegen? Ich habe die neuen Sets, Kollegin. Nathalie schreibt, Hallöchen, ihr Lieben auf Twitch und liebe Sandri. Die Zwillinge sehen richtig süß aus und auch das Zimmer sehen richtig schön. Und ja, Schule ist richtig und wichtig, sehe ich auch so. Und Sternchen, Hallöchen. Und Armin, Hallöchen. Ob sie schwanger ist, bleibt... Warte mal. Und ob sie schwanger ist, bleibt halt mal einfach ein Cliffhanger. Ja, werden wir mal schauen. Fun Fact, um 1700 haben Jungs rosa und Mädchen blau getragen. True, Lilly, das habe ich auch schon mal gelesen. Krass, ne? Und jetzt sind wir so festgefahren irgendwie mit den Farben. Und Selina, Hallöchen. Und Miriam, also richtig viele Kommentare, Hallöchen. Und Roblox Girl, Hallöchen. Ich liebe einfach diese Challenge. Versuche beim nächsten Mal im Stream mal mit dabei zu sein. War noch nie dabei und hatte zeitlich nie so richtig Zeit. Das verstehe ich. Mach dir keinen Stress, ich laufe dir nicht weg. Notfalls kannst du immer noch nachgucken. Und Nicole, Hallöchen. Und Ninas kleine Welt, Hallöchen. Schön, richtig viele Kommentare. Kommentare. Leute, guckt mal, habt ihr gesehen? Waren richtig viele Quetzen. Crazy. Huch. Boah, die Klimaanlage ist so laut, ne? Lila und Community. Hallöchen. Und Kio, Hallöchen, die habe ich eben auch noch gelesen. Hallöchen, ihr lieben Raider. Schön, dass ihr da seid. Die Nudelnasen. Ja, Hallöchen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Wie geht es euch? Dankeschön für den Raid. Schaut sehr, sehr gerne auch. Jetzt habe ich den kompletten Alert auf Video, weil ich vergessen habe, Pause zu drücken. Naja, YouTube, so funktioniert es, wenn jemand rein raidet. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Lila, klickt oben gerne auf das Herz, lasst Lila einen Kommentar da, falls ihr sie noch nicht kennt. Sie spielt auch ganz viel Sims 4 auf Twitch und macht auch ganz tolle Bausachen. Also sie baut super gerne, super viel. Also lasst unbedingt mal ein Follow bei ihr und schaut bei ihr mal rein. Und Nicole, Hallöchen. Und Vivi, Hallöchen. Schön, dass du auch mitgeratet bist. Schön, dass ihr hier seid. Macht's euch gemütlich. Wir starten in dieser Sekunde mit unserem Szenario. Wir haben gerade ganz kurz so ein bisschen gesprochen. Ich stelle euch jetzt nochmal die Sims vor und zeige sie euch nochmal. Und da sind wir auch schon. Wir haben Szenarien-Challenge-Dinger und ich muss tatsächlich direkt mal was feststellen. Schaut mal. Wir haben das Problem, dass hier steht, Beziehung zu einem Teenager, Kitten und gute Freunde werden. Ich habe keine Ahnung, warum das abgehakt ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das abgehakt ist. Das ist halt problematisch, weil dann sind wir nämlich fertig. Ich schwöre, ich habe das nicht absichtlich gemacht, Leute.
Weil über den MC, über den DUI-Mod könnte ich das ja machen, aber ich verspreche euch, ich war das nicht. Auch wenn das jetzt natürlich, ich habe gerade gesagt, wir wollen schnell in die neue Challenge starten, aber ich würde das nicht einfach anhaken, ne? Ich weiß auch nicht, ob das im letzten Stream schon angehakt war, wir können aber mal, nee, sieht man nicht, weil die Kamera davor ist. Ziemlich komisch auf jeden Fall. Jetzt müssen wir halt einem Kind bei den Hausaufgaben helfen und ein Kindheitsbestreben abschließen lassen, dann wären wir theoretisch schon fertig mit dem Let's Play, mit dem Szenario. Keine Ahnung. Ich weiß halt auch noch nicht, weil ich will ja nicht mit ihr als Teenagerin dann schon in die Challenge starten eigentlich. Was müsste man dafür tun? Die Beziehung mit einem Teenager kitten? Also erst muss man sich mit dem Teenager streiten und dann wieder aufbauen, die Beziehung. Könnte man natürlich trotzdem machen, ne? Ja, macht es, Vivi, viel Spaß. Okay. Und Angelina, Hallöchen. Guti, dann kriegen wir das auf jeden Fall fertig. Dann werden wir jetzt mal gucken, Liebling der Massen. Und Spielführer. Verspielt auf einer Wassermatte stampfen. Level 3 der Motorikfähigkeit erreichen. Also ich glaube, wir kümmern uns da eher mal um unserem Hauptsim. Vielleicht haben wir das echt unbewusst bei einem fremden Teenager gemacht. Das kann sehr gut sein. Oh, das tut mir leid zu hören, Nina. Gute Besserung an dich. Hör, was war los, Mini? Ace? Wollte er dich nicht? Wollte er nicht? Freundschaft schließen. 5 neue Sims kennenlernen. Gut, das passt natürlich zu ihr. Wir weiß jetzt halt nicht, wie wir Leute kennenlernen wollen. Vielleicht gehen wir mal alle... Da sind Kinder. Wir gehen jetzt den Kindern Hallo sagen. Bleibt ihr bitte stehen. Das sind die Nachbarskinder. Wo ist die Musik hin? Ich mache die Musik immer aus beim Spielen. Beziehungsweise ganz leise oder aus. Die ist jetzt gerade aus. Ihr könnt eure eigene Musik im Hintergrund anmachen, wenn ihr gerne welche hören wollt. Somit sind die Let's Plays nicht immer so stressig, weil ich finde es immer sehr anstrengend, wenn dann die ganze Zeit Musik im Hintergrund läuft. Was hat sie denn jetzt gemacht? Ist sie da jetzt hingebeamt? Okay. Vielleicht kannst du dich mit ihr direkt anfreunden. Miki heißt sie. Über am meisten verabscheute Farbe sprechen. Ja, manchmal ist Streamlabs auch einfach frech. Hey, was macht ihr hier? Wir wohnen in der Nähe. Hey, cool, ich wohne auch hier. Hier gleich hier vorne. Ich finde es so krass, was der Highlighter ausmacht, ne? Oh, ist jetzt so ein schönes Gesicht. Um Tipps bitten. Eine unglaubliche Geschichte erzählen. Gideon. Wie laut die immer reden, ey. Smalltalk, über sonniges Wetter sprechen. Okay, Jay muss zur Arbeit. Dann quatschen wir mal über Süßigkeiten. Warum ist sie denn so an... Nein, geh nicht, wir sind Freunde. Oh Mann. Jetzt geht sie. Aber sie muss pieseln. Dann geh pieseln, komm. Wieso sind sie denn nicht in der Schule? Aha. Okay, du hast recht. Wir haben keine Schule scheinbar. Ach stimmt, wir haben unser Haus ja umgebaut. I remember. Das haben wir richtig schön gemacht, ne? Mann, du stinkst! Hey, Emilio! Nein, wirklich, puh, vielleicht solltest du mal duschen gehen. Na gut. Wow. Jay. Reparier das bitte. David, Hallöchen, wie geht's dir? Miki heißt bei uns in der Firma ein Mitarbeiterkind. Oh, süß. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie eigentlich zur Arbeit müsste, ne? Beide sind gleichmächtig. Schatz. Wieso?
Als ob das jetzt nicht geht. Ach so, warte mal. Hinten geht, ne? Vorne geht nicht. Ah, verstehe. Aber so müsste es gehen. Ups. Heyo. Was geht? Genau, eigentlich geht es darum, dass sie mit Jay zusammen ist. Jay liebt sie aber, also sie liebt Jay nicht so sehr. Sie möchte gern mit ihm Schluss machen, weil sie ist nämlich sprunghaft. Und sie liebt den jetzt nicht so sehr. Aber er ist jetzt halt in der Familie und es kann sehr gut sein, dass sie ganz eventuell viel... Sag mal, Jay, ist das jetzt dein Ernst? Ob du bitte arbeiten gehst, während wir jetzt in die Badewanne gehen hier. Und wir können noch einen noch einen Schwangerschaftstest machen. Willkommen zurück, Becca. Och nee. Das hast du aber gut gemacht, dass du nicht nur für deine Hunde, auch für alle anderen Hunde. Sehr gut gemacht. Ich würde das, glaube ich, aber auch melden bei der Polizei. Also wenn das jetzt richtig ausgelegt war als Hundeköder, dann würde ich das aber auch melden gehen. Genau, also diese beiden Kinder sind unsere Nachkommen. Wir wollten hier den ganzen Stolz der Familie großziehen. Also ein Kind sozusagen. Wir haben zwei bekommen. Hopsala. Und ja, jetzt sind es Zwillinge und unsere Ella wird dann die nächste Generation anführen und sie wird eben diese Family-Baby-Challenge spielen. Das wird sehr aufregend, glaube ich. Und Sreshi, willkommen im Stream. Hallöchen. Danke für deinen Follow. Wenn melden beim Ordnungsamt. Genau, beim Ordnungsamt. Der Papa von den beiden ist... dieser wunderschöne Mann, mit dem sie nichts zu tun hat. Weil er ist selbst verheiratet. Ja, genau, das Ordnungsamt, du hast recht. Ja, ja, beim Baden immer die andere Haarfarbe, ganz normal bei Sims. Eine ausgeglichene Mahlzeit. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann. Wenn du Dreck isst, können dich andere Kinder handeln. Na klar, iss ruhig Dreck, das macht Spaß. So, wie sieht's denn aus? Wollen wir mal einen Schwangerschaftstest machen? Let's have a look, Leute! Seid ihr bereit für einen weiteren Schwangerschaftstest? Die letzten waren alle negativ. Keine Ahnung, was da los war. Die waren alle negativ. Wir probieren jetzt mal den nächsten Schwangerschaftstest. Aber vielleicht wäre es besser, wenn sie nicht schwanger wäre, weil sie will sich ja von ihrem Freund trennen, ne? Nee. Vielleicht will sie jetzt daraufhin mit ihm Schluss machen. Sie war ja eh schon nicht so glücklich mit ihm. Ja, oder sie geht nochmal, ja, sie möchte gerne nochmal schwanger werden. Oder wir gehen halt wirklich nochmal zu einer künstlichen Befruchtung, ne? Könnte ich mir vorstellen. Und Chiroleinchen, Hallöchen. Und ich meine, das prägt natürlich auch alles Ella, ne? Ella weiß, dass sie einen Vater hat, aber sie weiß auch, dass der Vater nicht da ist so. Und sie weiß auch, dass ihre Mom halt unbedingt noch ein Geschwisterchen für die zwei möchte. Und dass ihre Mom halt deswegen auch ständig irgendwie einen neuen Mann mit nach Hause bringt. Das heißt, sie wird es ja auch vorgelebt. Und gleichzeitig wird sie dann dadurch auch sprunghaft. Cool, Yumi. Sehr, sehr cool. Sowas kann man auch immer gebrauchen. Ich finde das aber anstrengend zu folgen als Nicht-Deutsche. Du mal, welche Sprache sprichst du normalerweise? Also sprichst du Englisch oder eine andere Sprache? Ich rede halt immer sehr schnell, ne? Das ist wirklich schwierig. So, sie ist super geknickt, weil sie wieder nicht schwanger wurde. Jetzt ist halt die Frage. Sollen wir? Ja, sie ist traurig. Open.
Hallo, heiße Jerry von der Rückerstattungsabteilung. Möglicherweise hast du Anspruch auf eine Barabrechnung. Alles, was ich brauche, ist die Banknummer. Ja, klar. Oh, schade. Wir wurden reingelegt. Okay. Gut. Oh mein Gott, stimmt. Wir haben dir eine richtig geile Stereoanlage geklaut. I remember, Leute. Ja, und Yumi, Ayumi, nicht unsere Yumi, sondern Ayumi, hat auch ein ganz kleines Diebstahlproblem. Gebe ich zu. Wir haben dann ein ganz kleines Diebstahlproblem. Und Prinzessin, Hallöchen, wie geht's dir? Wie machen wir es denn jetzt? Ich glaube, dass wir mit den Kindern mal wohin gehen. Und mal gucken, ob wir da jemanden kennenlernen, der vielleicht ein bisschen gebärfreudiger ist. Wir gehen mal zum Erholungszentrum. Wir laden da mal die Kinder ein, die wir jetzt kennengelernt haben. Oh, sehr schön, Ganymed. Willkommen zurück. Mir geht's gut, danke. Schön, Prinzessin, das freut mich. Aber das ist ja eh das Wichtigste, Jasmin, dass du dich wohlfühlst in der neuen Wohnung, dass du dort ankommst, ne? Dass dir da alles gefällt. Das ist die absolute Hauptsache. Eigentlich könnten wir doch direkt mal dein Schwimmbad platzieren, Ace. Das ist zwar nicht für das Grundstück gemacht, sondern für unser Nachbarsgrundstück. Okay. Oh mein Gott. Wie schreibt man Joker? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe gerade einen... Hilfe? Ich kann nicht mehr Joker schreiben, Leute. Ich habe gerade einen Blackout. Oh mein Gott. Ey Leute, ich hatte gerade ohne Witz einen kompletten Blackout. Ich hätte euch nicht mehr sagen können, wie man schreibt. Ich habe nur gesehen, dass es nicht richtig aussieht. Oh mein Gott. Oh, krass. Und zwar hat die Ace... Oh, ich habe es gar nicht geliked, aber ich habe es schon runtergeladen. Und so hat die Ace nämlich einen Family Swimmingpool gebaut. Die perfekte Abkühlung im Sommer und für einen entspannten Wellness-Tag im Winter. Hier ist alles geboten mit Aktivitäten für die ganze Familie. Perfekt für den Ausflug der Großfamilie. Ich habe das im Zusammenwachsen-Let's Play schon verbaut, aber noch nicht gespielt. Also ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ja, ich sollte echt noch einen Schluck trinken. Good point. Dim, 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 dim. Okay, we are here now. Wo sind die ganzen Kinders? Der Ort ist nicht unvollständig. Verdammt, als was hattest du das? Verdammt, als was hatte sie es in der Galerie? Ja, mit deiner Kamera, Yumi, hattest du dort Probleme, gell, Pool? Ich war auch ganz überrascht. Ich habe dich gesucht und dachte mir so, wo ist er denn, Yumi? Voll peinlich und ich habe nicht gerafft. Also ich hab nicht Hallo geschrieben, weil ich dachte, ach komm, ich nehme jetzt eh auf, dann kann ich eh nicht reden. Dann lasse ich das mit dem Hallo schreiben. Und habe einfach nur gelurkt und dann habe ich die Mini gesehen auf so einem Zweitbildschirm. Weißt du, ich war dann so, hey, die Mini! Und schreibe so, @Mini, hi! Und dann dachte ich mir so, dann sagt die Yumi so, hi, Sandra! Und ich war so, hä? Wieso sagst du jetzt nochmal hi? Ich war doch nie weg. Und dann so, ah, okay, warte mal. Okay, gut, dann haben wir das. Ja, wir speichern. Ich musste da so lachen, ich hab's da gar nicht gerafft, ne? Aber Drama Queen, ich glaube, das ist nur temporär. Ich glaube, die machen das wieder rein. Ich glaube, das ist nur aktuell, weil sie daran arbeiten. Oh, Judith, aha. Wieso hat denn der Mann Dings drauf? Hä? Ich habe doch ausgestellt, dass Townies CC tragen, Leute. Manchmal habe ich es jetzt trotzdem wieder, ne?
dass gerade Personal oder so dann Sisi trägt. Ganz komisch. Okay. Die Regelbrecher, ja wahrscheinlich. Wenn du neues Sisi ins Game tust und du den Batchfix noch nicht drauf angewendet hast. Ah, sie hat's auch. Vielleicht. Das heißt, ich muss das eigentlich immer machen, wenn ich neue Sisi geshoppt habe. Oh. Okay. Ich habe ein Video dazu gemacht, einen Clip. Ja, good to know, ne? Ich habe mich schon gewundert. Man kann das ausschalten? Mhm, tatsächlich. Und das ist sogar gar nicht so unschwer. Also es ist nicht so schwer. Oh mein Gott. Shit, ey. Sind doch wieder einige generiert worden. Vielleicht muss ich ihr doch nochmal einen anderen Highlighter wählen. Der ist schon relativ krass, ne? Von Weitem zumindest. Aber vom Namen finde ich den nicht so krass. Können wir beste Freundinnen werden? Ich möchte gerne deine Freundin sein. Smobiba. Warte mal, was? Der Batchfix deaktiviert das für Sisi, die eben durchgelaufen ist per Sims 4 Studio. Nochmal, also wenn ich jetzt, den Batchfix habe ich ja gemacht, den habe ich ja runtergeladen. Und wenn ich jetzt neues Custom Content ins Spiel lade, ist das dann nicht mehr... So ihr Lieben auf YouTube, ich habe mal kurz neu geladen, weil ich habe die Sisi-Sachen jetzt deaktiviert und ich erzähle jetzt, dass ich beim Spargelhof gestern war, mit dem Fahrrad hingefahren bin und das war sehr toll und da habe ich dann Spargel gekauft, frischen Spargel und auch ein paar Erdbeeren und habe gestern Spargel gemacht vom Spargelhof. Sonst kaufe ich meinen Spargel immer bei Edeka und der ist immer direkt holzig und gammelig und schmeckt fast nach nichts, also nur ganz leicht halt. Und ich mache immer selbst die Hollandaise und da ist es halt wichtig, dass der Spargel einen gewissen Geschmack ins Wasser abgibt, damit du auch was schmeckst, ne? Und da hatte ich immer das Problem, dass das dann halt nach nichts geschmeckt hat, die Soße, weil der Spargel halt zu wenig Geschmack abgegeben hat. Und es war richtig geil. Und ich habe jetzt gestern diesen Spargel gemacht und ich esse den ja alleine, weil der Envy ja meistens den Spargel, der mag nicht so gerne Spargel. Und es war so lecker gewesen, ey. Uff. Und da habe ich jetzt noch was übrig. Und das Mickey als Krötenschleim bezeichnet. Bitte nicht. Ja. Genau. War voll lecker. Und Victoria, hallöchen, willkommen im Stream. Schau auch mal ein bisschen rein. Schön, dass du da bist. Mach's dir gemütlich. Ja, wie ist es, Rika? Wie war's heute? Erzähl. Ich möchte gerne mit dir befreundet sein. Wollen wir Friends sein, Miki? Komm. Macht es, Lucy. Viel Spaß. Komm, lass uns Freundinnen sein. Fragen, ob Single ist. Hast du schon mal einen Jungen geküsst, Miki? Ich habe noch nie einen Jungen geküsst. Aber meine Mama, die küsst immer irgendwelche Jungs. Deine Mama küsst Jungs? Ja, meine Mama küsst diesen Jay aktuell. Der wohnt jetzt bei uns ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob die Mama mit dem zusammen sein will. Weil die Mama will unbedingt noch ein Kind. Und der Jay, der, das klappt irgendwie nicht. Deswegen wird sie vielleicht einen anderen Jungen küssen. Oder so, Leute. Oder so. Wie oft kann man Spargel in 2 Minuten sagen, Sandria? Spargel ist aber auch einfach lecker, Sabine. Hast du schon mal leckeren Spargel gegessen? Nee, tut mir leid, Leute, ich höre es auf. Ich liebe es halt sehr. Ich bin so ein Saisonmensch und ich liebe die Spargelzeit einfach brutal. Und Mama hat viel Techtelmechtel. Was? Mini, habe ich gerade Hallo gesagt? Ich habe dich auf jeden Fall schon gesehen. Hallo, Mini. Wir sind Besties! Ja, Leute, guckt mal, wir sind richtig gute Friends. Liebe Spargel auch, gell? Normales Gespräch unter Kindern, echt so. So, könnt ihr jetzt mal bitte rein in Ace Spielland specken? Oh, guck mal, süß sitzen die da und unterhalten sich. Hallo, ihr seid aber kein Mann. Oh, der ist ja richtig schön. Das ist ja richtig schön gemacht. Guck mal. Wow, der Boden ist ja toll. Der passt ja hier mal richtig gut hin. Auch schönes Schwimmbad. Er ist halt ein Senior.
Jacques. Jacques. Schönen Spargel hat sie gebaut. Schönes Schwimmbad hat sie gebaut. Nicht Spargel, Schwimmbad, Leute. Ach schön, Rika, das freut mich zu hören. Spargel und Erdbeeren ist meine kulinarische Lieblingszeit, fühle ich, ne, fühle ich. Ach Quatsch, Elli, mach dir doch keinen Stress. War leider eine Woche in der Klinik und mir ging es nicht so gut, aber langsam wird's. Das tut mir voll leid zu hören, Elli. Gute Besserung dir weiterhin. Oh Mann, tut mir sehr leid. Ganz viel Gesundheit. Oh. Ich hoffe, du kannst dich schnell erholen. Hab mich verschluckt. Hast schön Spargel gebaut. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir manchmal denke, wenn ich rede, ne? Sandra kann nur noch an Spargel denken. Ich habe so Hunger jetzt, ne? Gut, dass wir drüber geredet haben. So, wir gehen mal rein. Wo ist denn unsere... Aha. Unsere Mami. Vielleicht können wir Ace Schwimmbad leer klauen. Wieso sind denn hier keine attraktiven Männer? Hallo, will da mal jemand kommen? Ganz unverfänglich. Oh, dann auch dir noch alles Gute, Dussel. Dussel ist auch ein echt lustiges Wort, ne? Du Dussel. Dussel. Dussel klingt wie Fussel. Da ist ein attraktiver Mann. Attraktiver junger Mann, bleiben Sie bitte einmal stehen. Riku. Riku und Ayumi. Wieso kann ich denn nichts machen mit ihm? Wo will er denn hin? Ich glaube nicht, dass es Spargel in Sims gibt. Nee. Von Düsseldorf halt. Ach so. Hä, wo will er denn hin, der Mann? Was sind seine Mission? Können wir jetzt mal Hallo sagen? Ich kann nichts machen mit ihm. Jay, wir sind heute im Schwimmbad. Hä? Wieso können wir nichts mit respektvoll vorstellen? Nörchen! Mach das, Yumi. Hi. Oh, hi. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Nein, alles in Ordnung. Ich bin total müde. Ich muss mich mal ein bisschen ausruhen. Ich war den ganzen Tag schwimmen. Oh, cool. Ja, sind Sie mit Ihrer Frau hier? Ich habe nämlich... ich habe nämlich jetzt die freundliche Aktion Single mit reingenommen. Sind Sie mit Ihrer Frau hier heute? Jetzt frag ihn doch, ob er bitte Single ist. Sibel, Josef. Ah, sure, sir. Wieso ist denn dieser Mann? Gehen Sie bitte aus meinem Auge. Aus meinem Auge, aus meinem Sinn. Ich brauche ein bisschen Nickerchenzeit jetzt hier. Während die Kinder ein bisschen planschen. Da ist noch eine Freundin. Toll. Wie süß sie hier gespielt hat. Guckt mal. Miri, Hallöchen. Und noch ein Kind. Warte, warte, warte. Dag. Ja, komm, wenn du dich hier noch vorstellst. Wieso haben unsere Kinder eigentlich keine Schule mehr? Werden wir zu Hause unterrichtet, oder was? Ja, eine Freundschaft fürs Leben schließen. Girl,
bleib mal bitte stehen. Wir sind schon fast Friends fürs Leben. Oh, ist schon 21 Uhr. Behaupten Miki sei ein Pflanzensim. Nee, muss nicht sein, ne? Du bist mein Favorit. Hey, was war denn das jetzt für eine Wasserbombe hier? Ella? Ist alles in Ordnung, Ella? Da ist eigentlich gar kein Wasser, Ella? Ich meine, stay free, ne? Du kannst machen und tun, was du willst. Ich will dir da eigentlich auch überhaupt gar nicht reinreden, so. Aber eigentlich ist da offiziell das Wasser beendet, weil das geht nur bis hier zum Randstein, weißt du, Ella? Aber du kannst auch gerne in der Wiese schwimmen. Ist nur ein bisschen gruselig. Aha, sie ist nicht mehr im Boden drin. Boah, sie sind richtig tolle Freunde. Und Ayumi, wie geht's dir da hinten? Hast du jetzt jemanden kennengelernt? Guck mal, wie schön die das hier genießen. Das ist so toll mit den Handtüchern. Ella hat ihre Fantasie benutzt und Wasser hergezaubert. Ich glaube auch. Ja, Ayumi, da war leider niemand dabei für dich. Weißt du, was du mal machen kannst? Du kannst einen Masseur anfordern und so eine Schwangerschaftsmassage fordern. Und dann gehen wir nach Hause. Ist schon spät. Achso, du hast schon... Stopp, du hast schon jemanden angerufen. Vielleicht, Girl, vielleicht gehst du nicht in die heiße Quelle, während du eigentlich müde bist. Hier ist der Masseur. Massage erhalten. Fruchtbarkeitsmassage. Vanessa, hallöchen, wie geht's dir? Mama, können wir gehen? Ja, ja, Schatz. Die Mama macht noch schnell eine Massage, weil du weißt, wie gerne die Mama noch ein Geschwisterchen für euch hätte. Und das soll helfen. Also gebt mir bitte noch ein paar Minuten und dann gehen wir nach Hause. So machen wir das. Vanessa, wie war dein Tag? Oh Gott, sie ist so müde. Gott, wir sind fruchtbar. Ja, wir müssen jetzt nach Hause, ab ins Bett, ey. Ganz dringend. Schnell, 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 schnell. So, ich muss dann nochmal wieder los und ein paar Sachen besorgen. Wünsche euch einen tollen Stream und freue mich ganz doll aufs nächste Mal. Geht mir ganz genauso. Girl, ich freue mich auch, wenn du wieder am Start bist. Und genieß den Tag, genieß die Zeit. Viel Erfolg beim Besorgungen erledigen. Und Küsschen an dich. See you. Bye. Bye. Okay, wir gehen schnell Bubu machen. Nee, wir gehen erst pieseln. Kaffee läuft. Ja, nice. Jay, nur damit du es weißt, ich war eben bei einer Massage. Okay, das hört sich gut an. Oh, ich bin so müde, der Tag war so anstrengend. Ja, also hör zu. Und die Massage hilft dabei, fruchtbarer zu werden. Weil du ein Kind möchtest. Ja, natürlich. Ich meine, wir reden über nichts anderes mehr in letzter Zeit. Also, das sollte wohl klappen, dass wir dann ein Kind kriegen. Okay, also lass uns bitte jetzt und bitte nichts verschießen. Ach krass, bin ich mal gespannt, Celine. Bin ich mal gespannt. Lars hatte im Kindergarten einen Unfall, direkt zum Unfallarzt, aber er ist nicht gebrochen. Und die Gelenke sind auch okay, aber der Arme hat echt Schmerzen. Oh no! Wie ist das denn passiert? Beim Spielen oder was? But no pressure, no pressure. Oh, Vanessa, sag ihm bitte ganz, 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 ganz liebe Grüße von mir und gute Besserung. Och man, der arme Schatz. Ach du grüne Neune. Vielleicht hören wir uns später, dann kannst du es mir erzählen. Uff. Oh, hier steht noch der Postplayer. Oh, krass, Divilter. Hast du schöne Sachen gefunden? Ja, hast du sie auch schon im Spiel gecheckt? Hast du dich jetzt eingepullert? Oh, das ist ja unangenehm, ne? Du kannst aber schön wegwischen, deine Pipi.
Ha. Mach das, Luise. Lass es dir gut schmecken. Bis zum nächsten Mal. Anderes Kind wollte Spaß machen, hat ihm beim Rennen am Arm gezogen. Lars hat dann wohl einen halben Salto auf dem Pflasterstein gemacht. Aber nicht ausgekugelt, sondern eher einfach verknackt oder was? Ach, shit, ey. Ja, sowas passiert so schnell, ne? Wenn ihr heute nicht so früh Schluss macht, oje, oje, okay. Ich versuch's. Ich versuch's, aber ich glaube so 10 ist Maximum. Länger als 10 schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ich habe die Okkult-Challenge angefangen, spiele 3 Sim-Tage, hab Lotto gewonnen und gewinn dort. Hab Lotto-Tag und gewinn dort. No way. Wie nice, ey. Der Wundervoll Wimps wurde auch mal wieder aktualisiert. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es noch nicht ins Dokument eingefügt. Doch, habe ich. Am 10. glaube ich, war es. Letzte Mal Update. Karotti, Hallöchen! Schön, dass du es reinschaffst. Wie geht's dir denn? Ja, mein Video müsste jetzt online gegangen sein. Ich poste euch auch nochmal, wenn ich den Stream dann in einer Stunde beende, nochmal hier rein. Dann könnt ihr auch direkt vom Video aufs, vom Stream ins Video klicken, wenn ihr möchtet. Also ihr könnt gern da bleiben. Und außer natürlich, ihr seid super neugierig, dann könnt ihr euch das Video natürlich jetzt auch schon anschauen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch da bleibt. Und dann könnt ihr direkt vom Stream ins Video switchen, sozusagen. Die Ellenbogen sind aufgegangen, so langsam kann er auch wieder auftreten. Och Mann, ey. Sowas passiert einfach so schnell, ne? Ich habe noch nie im Lotto gewonnen, ich auch nicht. So, wollen wir da mal einen Schwangerschaftstest machen? Warte mal, das gilt noch. Jetzt ist der zur Arbeit gegangen. Wie krass fändet ihr es, wenn wir jetzt jemanden einladen würden? Ich meine, wir spielen hier ein anderes Let's Play als sonst. Tinsit, Hallöchen. Ich finde tolle Sachen zum Bauen. Hab tolle Sachen zum Bauen gefunden, wie Tapete, Dächer, Balken, Pavillons und so weiter. Schon probiert. Die Sisi lädt 2 runter und probiere die dann aus und suche dann weiter, weil es vorkommt, dass Sisi nicht geht und ich die Liste dann schauen muss, welches es war. Verstehe, ja. Aber solange du Spaß hast beim Suchen und Sortieren und so, ist es ja klasse. Ja, das ist jetzt das erste Mal war. Das stimmt, Vanessa. Krass. Die ist in der Modliste mit verlinkt, Wölkchen. Da kannst du einfach mal reinschauen. Ich poste die mal kurz. Hier. Ich fände es passend, wenn du noch jemanden... Nein, jetzt für sie halt, ne? Sie hat jetzt... sie wacht jetzt auf. Jay? Jay, wo bist denn du? Bist du jetzt schon gegangen? Wir wollten doch... Oh mein Gott, jetzt ist er einfach gegangen. Es kann ich mir nicht vorstellen, ey. Wir wollten doch unbedingt dieses Kind kriegen. Es ist ja einfach abgehauen, weißt du? Wenn er nicht will, dann mache ich das eben anders. Sie ist anders als ich, Leute. Haben wir einen Computer? Haben wir keinen Computer? Kann ich auch übers Handy dieses... Hat es bei Sozial... Na, man kann auch ein Hookup hier drüber buchen. Aber die verhüten dann immer, ne? Ich möchte nicht spammen, aber muss ich die... Oh, sorry, ich habe es gar nicht gelesen, Alisa. Sorry, sorry. Gut, dass du es nochmal geschrieben hast. Muss ich die deutsche Übersetzung mit neu runterladen? Es kommt immer ein bisschen darauf an, ob die auch verändert wurde. Meistens werden die gar nicht verändert, aber um sicher zu gehen, macht es schon Sinn, wenn du beides runterlädst, ja. Das schadet ja nicht, die auch zu aktualisieren. Du kannst sie einfach mit runterladen und dann mit in den Ordner ziehen und dann sagen, ersetzen. Würde ich schon mit runterladen. Manchmal sind es nur 1, 2 Wörter, dann ist es nicht notwendig, aber meistens mache ich es. So. Wen wollen wir nehmen? Wir haben die Frei- Wir können den Weihnachtsmann nehmen. Er ist ein Senior, aber ich meine... Ein Kind vom Weihnachtsmann wäre okay. Wir können auch Feis nehmen. Das ist ein hübscher Mann.
Oh. Ich dachte, er kommt mit dem Kostüm. Boring. Johnny Schwarz, boring. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt sagen, Verhütung. Verhütung bei NPCs. Unsicherer Modus. Damit sie kein Verhütungsmittel nutzen. Und wir ganz eventuell schwanger werden können von ihm. Wir machen ein bisschen Liebe. Also er verhütet natürlich schon, aber sie manipuliert eventuell die Verhütung. Eine Frage, würdest du sagen, es lohnen sich noch Let's Plays auf YouTube für dich als Content Creator? Oh, momentan ist es echt schwierig, Nina. Also ich mache sie super gerne und ich werde das auch weitermachen. Rein geldtechnisch super schwierig, weil die, also jetzt gerade momentan mit der Wirtschaftskrise, ich habe so das Gefühl, also die Firmen zahlen immer weniger für Werbung und somit ist es umsatztechnisch und geldtechnisch schon echt schwierig. Also für das, für meine Reichweite und für das, was ich an Arbeit reinstecke, rechnet sich's definitiv nicht. Also es ist wirklich eher so, dass ich aktuell mit dem Cutting auch noch drauf zahle. Also schwierig. Schwierig. Die Zeiten ändern sich auch wieder und die Werbung werden irgendwann wieder besser bezahlt. Und wie gesagt, ich kann nur für meine Reichweite sprechen. Für meine Reichweite lohnt, also es ist nicht der Stundenlohn wert tatsächlich, die Let's Plays. Aber es ist natürlich auch ein Herzensprojekt und es ist auch so, dass die Let's Plays auf YouTube, wurde kein Schutz verwendet, natürlich auch wieder Reichweite auf YouTube und aber auch auf Twitch generieren. Das heißt, wenn ihr meine Videos schaut, dann, also wenn andere meine Videos schauen, dann denken die sich so, hey, ah, okay, guck mal, die streamt auch auf Twitch und dann kommen die vielleicht auch in den Stream rein und so. Deswegen ist es natürlich trotzdem eine tolle Win-Win-Situation. Aber rein geldtechnisch würde ich sagen, dass es sich aktuell überhaupt nicht lohnt, nee. Aber ich mache es halt gern, ne? Aber wenn man es nur aufs Geld beziehen sollte, dann, oder würde, dann eher nicht. So, ich schalte die Verhütung jetzt aber wieder an, für den Fall, dass... Hä? Ach, Verhütung mit NPCs. Sicherer Modus. Das sollten ja schon... Na, wobei... Mittlerer Modus. Einige. Finde ich besser. Hey, was ist denn hier los? Mama, wer ist der Mann? Ach, das war ein Besucher nur. Ist das ein neuer Freund? Nein, das war einfach nur ein netter Mann, der mich besucht hat. Ich muss mal kurz duschen gehen. Oh nein, hat sie sich jetzt... Nee, es ist nur eklig, unangenehm. Und Hallöchen, sind nun endlich zu Hause. War heute noch beim Kinderarzt und es gab wieder eine Impfung. Okay, schön, dass du jetzt da bist. Ich hoffe, es geht euch gut. Das ist nicht wirklich ihr Mann. Nee, Liana, wir hatten gerade kurz Besuch bekommen von einem Nachbarnmann. Also, der war nur kurz mal, also ganz kurz zu Besuch, ne? Mir so warm, hatte den ganzen Tag 30 Grad im Büro, bin leicht kaputt, das glaube ich dir. Ich hoffe, du hast genug getrunken. Also lohnt sich Twitch mehr für mich? Ja, aber Twitch ist halt auch meine Hauptplattform. Also auf Twitch beziehe ich ja mein, also da mache ich am meisten Content und Twitch ist für mich als Content Creator lukrativer, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wofür du fragst, also ob dich das generell wirklich für mich interessiert oder ob es darum geht, dass du zum Beispiel sowas anfangen willst. Da kann ich dir die Empfehlung natürlich nicht aussprechen, weil sich jeder Kanal auch anders verhält. Also, ne, ist halt, jeder Kanal verhält sich anders. Also auch YouTube kann sich bei anderen YouTubern ganz anders verhalten. Das ist halt immer pro Content Creator, glaube ich, gesehen anders. Frau Sunshine, willkommen im Stream. Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ah, die Sintika-Emotes, die sind toll. Hallöchen. Mandy, Hallöchen. Das glaube ich dir, Davide, das glaube ich dir. Sind schon schöne Sachen dabei zwischendurch. Ja, genau, also man kann halt, also ich kann halt schlecht sagen, dass, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, sollte ich lieber auf YouTube oder sollte ich lieber auf Twitch anfangen, es ist super schwer, das zu sagen, weil YouTube ist eine ganz andere Art von Content, wie das, was man auf Twitch macht. Und gleichzeitig ist alles schwierig. Also man muss halt überall erstmal Fuß fassen können. Und da kommt so viel zusammen. Es ist natürlich auf der einen Seite Carrie auf jeden Fall die Hardware und so, aber es ist auch entertaining, es ist Qualität, es ist Durchhalten. Es ist so viel, was man da mitbringen muss. Ich glaube, das unterschätzen ganz viele. Deswegen, also ich kann das immer schlecht sagen. Für mich ist es so, dass sich Twitch mehr lohnt, weil da ist meine Hauptreichweite halt auch, ne? Genau, aber YouTube mache ich halt trotzdem super gerne. Und YouTube ist halt auch ein gutes passives Einkommen. Also ich meine, die Videos sind ja jetzt für immer auf YouTube sozusagen und können ja für immer Einnahmen generieren. Natürlich werden die Einnahmen, je länger das Video drauf ist, desto weniger Einnahmen generieren sie und kommen dann auch irgendwann nicht mehr so viel bei rum. Aber ja, genau, also...
Wir machen jetzt einen Schwangerschaftstest, Leute. Seid ihr bereit? Wollen wir eine Vorhersage machen, ob wir durch Fruchtbarkeitsschub und zwei Techtelmechtel jetzt wohl endlich schwanger sind, Leute? Und der Markt auf Twitch bzw. YouTube ist groß, würde sagen auch übersättigt, daher noch schwerer. Absolut, absolut. Es wird immer schwerer. Vorhersage? Ich habe genug getrunken, sehr gut, ja. Ein kleiner Eiskaffee, lecker. Und später gibt's Essen, nice. Soll ich eine Vorhersage machen? Wenn du möchtest, Mini, sehr gerne. Zieh uns die Punkte aus der Tasche, okay? Let's go. Die Mini macht es. Ey, ich setze das Abonnentenziel da oben bald höher, ne? Das kann ja nicht sein, dass du schon wieder ins Nirvana geschossen ist mit 33 von 10 Subs, Leute. Ich traue der Frau nicht, same. Und Frau Sunshine, danke noch für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Spielst du denn auch Sims? Ist sie schwanger? Leute, ihr könnt jetzt abstimmen. Die Vorhersage läuft. Let's go. So, Twitch zeige ich die Vorhersage natürlich, YouTube zeige ich die Vorhersage natürlich auch, damit ihr sehen könnt, was da so abgestimmt wird. Huch. Okay. Oh mein Gott. Andere wieder völlig im Profimodus unterwegs. So, da läuft die Vorhersage. Da seht ihr auch, wie viele Punkte reingebuttert werden. Was sagt die Mehrheit? Die Mehrheit sagt ja. Also es ist nicht unbedingt die Mehrheit, sondern es sind halt die meisten Punkte. Holy Möhrchen. Enttäuscht mich nicht, Girl. Raus mit den Punkten. Ja, seit Sims 1. Ach, wie cool. Ja, super, dass du jetzt auch hier mit am Start bist. Wir spielen ganz viel Sims 4 auf meinem Kanal. Also morgen früh gibt es ausnahmsweise mal was anderes. Da spielen wir mit der lieben Sumisha, nämlich Smallland. Ich freue mich so sehr, dass wir morgen früh wieder Smallland spielen. Also seid gerne morgen mit am Start. Geht um 9 los bis um 14, 15 Uhr. Und sonst spielen wir ganz viel Sims 4, wie gesagt. Nachdem ich den letzten Mal Hotel Renovator Steam möchte ich jetzt auch holen. Reicht das normal oder soll ich das Bundle nehmen, womit es mit DLCs ist? Also, diese DLC-Bundles sind schon sehr interessant und ich glaube, das macht nur 3 Euro am Ende aus. Und da sind, glaube ich, irgendwie 6 DLCs vorgegeben, die du dabei haben kannst, Alisa. Also, ich finde das Base Game schon echt toll, aber wenn es am Ende immer noch so ist, dass es nur 3 Euro ausmacht oder so, dann würde ich das mitnehmen. Okay, dann machen wir jetzt den Test. Ich bin sehr gespannt. Warte. Wir machen gute Musik an. Sarkowski, Hallöchen. Und Lara, Hallöchen, willkommen im Stream. Okay, Leute. Wir wissen halt nicht, von wem sie schwanger ist, wenn sie schwanger ist, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! What? Das sieht gut aus, wartet, das sieht gut aus. Halt nicht von wem, ne? Jetzt halt die Question, wer ist denn der Daddy? Oh mein Gott, was? Ayumi hat kürzlich mit mehreren möglichen Schwängern Ayumi hat plötzlich mit mehreren möglichen Schwängern geworben. Ayumi hat kürzlich mit mehreren möglichen Schwängern geworben. Und ist sich nicht sicher, welcher mit dem Kind verwandt ist. Das ist ja voll mein Deutsch, ey. Das ist ja, das hätte ich ja schreiben können. Das ist ja voll, das hätte ich einfach sagen können. Danke für die Auflösung. We are pregnant now. Kinder, Kinder, es gibt tolle Neuigkeiten. Ich koche uns was Tolles. Lass den Kühlschrank zu, Emilio. Ich koche uns was.
Was ist denn, Mom? Ihr werdet nochmal Schwester und Bruder. Wie geht's dir, Nati? Und die Mama macht jetzt lecker Essen. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Pause gedrückt hatte. Die Mami macht jetzt lecker Essen. Kommt, setzt euch. Ein Geschwisterchen, aber... Ha, und... Okay, Mom, und was wird es werden? Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal schauen. Ja, müssen wir mal gucken. Okay, wieso gehen denn die Kinder nicht in die Schule, Leute? Ob wir unsere Kinder jetzt mal in der Schule einschreiben können. Hä? Ach cool, Daivitsche, sehr schön. Konnte nicht früher, war mit meinem Mann beim Friseur. Oh schön, habt ihr was Schönes gemacht. Schule wird doch überbewertet, ja scheinbar. Vielleicht Ferien, aber dass man sich nicht mal einschreiben kann? Wir sind schwanger, Mini. Wir wissen aber nicht von wem. Das ist ein Problem vielleicht. Also man kann es jetzt als Problem sehen. Man kann auch sagen, okay, da kann man gucken, man kann sagen, wie man das möchte. Ne? Wir sind auf jeden Fall pregnant now. Wir sind pregnant. Pregnant. Ne? Nur damit du es weißt. Ob mein Kind jetzt bitte in die Schule möchte. Kann es sein, dass das vielleicht irgendwie mit dem Dings hier verbuggt ist? Ganz komisch, oder? Sunny, hallöchen, wie geht's dir? Mach das, Ellie, lass es dir gut schmecken und weiterhin alles Gute für dich. Gute Besserung. Jessie, willkommen zurück. Ja, vielleicht sind echt... Aber wir haben Frühling. Ah, danke schön. Grundschülerin? Schülerin in der Gesamtschule? Kinder gehen in die Schule, damit man ihre kleinen Köpfe mit Wissen füllt und sie das Leben vorbereiten? Alternativschule. In die Mittelschule kommen. Dankeschön. Schön, dass es dir gut geht, Sunny. Mir geht's auch gut. Dankeschön. So. Dann machst du mal Hausaufgaben. Richtig drin im Business jetzt, Seibelche. Richtig drin. Oh, sie war glücklicher Säugling, ja, wegen Lebensphase Säugling. Ja, Girl, wie macht man das jetzt mit dir hier? Wir wissen halt nicht, von welchem Vater das Kid ist, ne? Wieso rede ich Englisch? Keine Ahnung, war dumm. Tami, hallöchen, auch dir noch einen schönen Nachmittag. Schön, dass du reinschaust. Ja, ist natürlich schon schwierig. Ja, wie sagt sie es ihm? Er wird bestimmt sauer sein, oder? Wir können natürlich einen Hellseher befragen. Also...
Und Nooklings Princess, willkommen im Stream, Hallöchen. Ich habe eine ganze Liste, wo ich die Mods mit drin habe, die ich im Spiel habe. Du kannst sehr, sehr gerne mal in der Modliste vorbeischauen. Da sind eigentlich... Oh, okay, jetzt kamen die direkt. Okay, da ist in die Liste. Es ist eine. Aber dreimal gepostet, weil wir es ernst meinen. Schau gerne mal rein. Und Onkel Ia, Hallöchen, auch da. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Gut, dann ruf doch mal deine Freundin an und erzähl ihr, dass du... Hä? Cool, sie ist hier. Wir gehen da direkt mal hin. Hereinbitten. Hey, Miki, cool, dass du da bist. Ich muss dir was erzählen. Du wirst es nicht glauben. Was denn? Ich werde nochmal Schwester. Oh, was? Ihr bekommt noch eine Schwester? Ja, oder einen Bruder? Keine Ahnung, aber so cool, oder? Kannst du Emilio überhaupt erstmal sagen, dass er nochmal... Ja, wir sagen es ihm noch offiziell. Freut er sich? Und ihr sagen wir es auch noch offiziell? Na klar, das ist schön. Okay, dann werden wir hier mal ein bisschen quatschen. Mom, kann ich mit meiner Freundin ein bisschen in den Garten gehen? Ja, klar könnt ihr in den Garten gehen. Okay, komm, wir gehen in den Garten. Komm, Miki, wir gehen in den Garten schaukeln. Klar geben wir Victor ein bisschen Geld. Puh, kein Problem. So, die Kids sind jetzt hier draußen im Garten. Ayumi kümmert sich jetzt ums Ernten hier. Oh, ihr Mann kommt nach Hause. Ihr Freund. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das klären. Freunde fürs Leben werden. Leute, Obacht! Miki, du bist meine aller beste Freundin. Ich hab dich lieb. Oh, wir müssen noch so viel tun. Okay. Darling? Wollen wir mal reden? Jay, kommst du bitte mal ins Schlafzimmer? Wir müssen reden. Was ist denn? Ich hatte echt einen harten Tag. Jay, du wirst es nicht glauben. Was denn? Oh, meine Bitrate ist gerade voll schlecht. Oh, Leute, seht ihr mich noch? Oh, wir haben gerade Frame Drops. Oh, hallo? Linia, Hallöchen. Hört ihr mich noch? Seht ihr mich noch? Ah, verstehe. Ja, das kann natürlich sein, Sims Girl, ne? Eben mal ein kurzer Zucker. Okay. Bin noch da. Wir sehen dich. Okay. Mir war's kurz laggy. Okay. Okay. Willkommen zurück. Du wirst es gar nicht glauben, aber es hat geklappt, Schatz. Was denn? Naja, ich bin schwanger. Wie, du bist schwanger? Ich bin schwanger. Wir haben es endlich geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Aber, also, wie geht denn das jetzt? Ach so. Aber, wie, was ist denn eine Bitrate? Das sorgt, also, keine Ahnung, wie man das erklärt, ehrlich gesagt. Aber die zeigt mir an, wie der Stream übertragen ist und die ist gerade komplett rot. Also ist immer noch rot, aber es scheint wieder zu passen. Dann werden teilweise Sekunden des Bildes nicht übertragen und dann habt ihr Ruckler oder Hänger oder so. Aber solange es jetzt gerade geht. Ja, das ist so aufregend. Ich bin schwanger. Wow. Aber wie, also wie? Wie? Wir hatten, soll ich dich an letzte Nacht erinnern oder was? Ja, schon, aber... Das kann eigentlich nicht sein. Wieso nicht? Das war doch super. Das ist doch toll, dass es geklappt hat. Die Schwangerschaftsmassage hat wirklich was bewirkt. Ja, aber naja, ich habe eine 3%ige Fruchtbarkeit. Oh. Ja. Und eigentlich bin ich so gut wie zeugungsunfähig.
toller Zufall. Mensch, das war ja wirklich ein ganz toller Zufall, dass es trotzdem geklappt hat. 3%, Baby, das ist doch toll. Oh Mensch, klasse. Und du bist sicher, dass da niemand anders da war? Was? Hä? Wie meinst du, was? Wie meinst du das? Naja, irgendein anderer Mann oder so? Naja, also, Jay. Wir werden Eltern, ist das nicht toll? Vielleicht sollten wir einen Test machen. Ach ja, Jay, okay. Es kann sein, dass ich ganz eventuell vielleicht, noch jemanden zu Besuch hatte. Du bist mir fremdgegangen. Naja, so würde ich das jetzt nicht nennen. Es war ja völlig ohne Gefühle. Es war ja wirklich einfach nur so ein kleines Knuddeln. Also, das war einfach nur so völlig ohne Gefühle. Du bist mir wichtig. Dich mag ich sehr gerne. Und mit dir möchte ich diese Familie, dieses Kind. Das wird so schön. Ja, aber wahrscheinlich ist es nicht mein Kind. Ach doch. Das ist wahrscheinlich schon dein Kind. Ich meine... Ja, doch. Dann lass uns einen Test machen, jetzt. Ja, na klar, lass uns einen Vaterschaftstest machen, wenn du darauf bestehst. Aber ich bin mir sicher, es ist von dir. Ja, und da müssen wir darüber reden, dass du mir fremdgegangen bist. Ach, Jay, du bist einfach ein bisschen aufgewühlt. Das sind die Hormone, jetzt wo du Vater wirst. Komm, wir gehen kurz zum Doc. Okay, Leute, was glaubt ihr? Wir brauchen eine neue Vorhersage. Was glaubt ihr, wer der Vater des Kindes ist? Der One-Night-Stand oder Jay? Mini, hast du wieder Bock, eine Abstimmung zu machen? Eine Vorhersage? Eine Vorhersage? Weil Vaterschaftstest auch geht bei ungeborenen Babys. I don't know. Und Christina, Löchen. Okay, die Mini macht für euch eine Vorhersage. Also Leute, normalerweise spiele ich solche Let's Plays ja nicht in die Richtung. Ne? Das ist eine Ausnahme, dass wir mal sowas spielen. Ich hoffe, das ist trotzdem cool für euch und lustig. Mach's vielleicht 2 Minuten dann. So, ich mach schon mal Vorbereitung hier. Bei Sims ist alles möglich, das ist korrekt. Ich mag sowas sehr. Muss man auch zwischendurch mal machen. Man muss ja auch schauen, was die Mod alles so mit sich bringt. Absolut, Carrie, das, was du sagst. Guck mal, ihr seid im Fernsehen, Alisa und Mini. So, die Vorhersage kommt gleich. Dumpti-dadi, 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 dumpti-dadi. Und Spice-Gwyn, hallöchen, wie geht's dir? Bin ich jetzt berühmt? Ja, sichi. So, wer ist der Papa? Der One-Night-Stand oder Jay? Leute, wer ist Dad? One-Night-Stand oder Jay? Was denkt ihr, wer der Vater von dem ungeborenen Kind ist? Mann, nicht so ein Stress hier, was? No pressure for you. Oh mein Gott, der One-Night-Stand schießt aber hoch, ey. Es wäre jetzt halt auch richtig krass, wenn es Jay wäre, ne? Und Lena, willkommen im Stream, hallöchen. Danke für dein Follow. Es wäre jetzt schon anders krass, ne? Wenn es der One-Night-Stand, nee, wenn es Jay wäre. Der ja die ganze Zeit ist nicht, bei dem es ja die ganze Zeit nicht geklappt hat, ne? Wäre schon krass. Wow, ich habe gerade gar kein Internet mehr. Hallo Leute, seid ihr noch da? Oh. Könnte passieren, dass der Stream gleich abkackt. Gut. Also, ihr auf YouTube seid auf jeden Fall noch dabei. Für Twitch ist gerade abgeschmiert. Mal gucken, ob es gleich wieder geht. Okay. Gut. Ja. Okay, jetzt verbindet er sich wieder. Hallo Leute, ich war kurz mit YouTube alleine. Jetzt bin ich wieder da. Ihr könnt einmal neu laden. Gott. Ja, Leute, keine Ahnung, war ein kurzer Komplett-Drop einfach. Super, okay.
Gut. Wehwehchen, Wehwehchen, kommt alle wieder. Hallo Leute, seid ihr wieder da? Oh nee, er kackt schon wieder ab. Ey, was ist denn los? Ich hab Internet. Es ist Twitch tatsächlich. Ich hab voll Internet-Dings. Okay, jetzt geht's wieder. Das ist die Hitze, Leute. Das ist die Hitze. Wieder alle da? Einfach frech. Voll, ne? Voll der Cliffhanger, ey. Wir probieren's, Leute, wir probieren's. Ich hab null Zuschauer laut Twitch, aber ich glaube, ihr seid trotzdem alle da, ne? Julia, hallöchen. Cliffhanger mal anders. Wir machen jetzt mal weiter, nicht, dass es gleich nochmal passiert. Dann haben wir wenigstens, okay, wir wissen's gleich. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Oh mein Gott, das ist das Mann, der One-Night-Stand. Dieser Sim ist nicht der Vater des Kindes von Ayumi. Oh oh, es sind nicht sie. Die Partner von Ayumi waren bestürzt. Der Partner von Ayumi war bestürzt, als er erfuhr, dass er nicht der Vater des Kindes ist. Ob es das ist, was Ayumi wollte oder nicht, es bleibt nichts mehr übrig, als es zu akzeptieren. Sie sind nicht der Vater und jetzt weiß es jeder. Ja, also YouTube, Twitch hat schon wieder Probleme, ne? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott, er ist nicht der Vater, Leute. Oh mein Gott. Wir können es auf jeden Fall auflösen. Es ist der One-Night-Stand. Es ist der One-Night-Stand, Leute. One-Night-Stand ist der Vater des Babys. Krass. Ist echt krass. Crazy, Leute. Crazy. Ka-ching. Oh mein Gott. Verrückt. Ach, lustig, Limia. Das ist ja lustig. June ist ein schöner Name. Okay, krass. Ja, good to know, meine Lieben, good to know. Jay, das müssen wir jetzt besprechen, nicht wahr? Das müssen wir jetzt kurz noch besprechen. Aber sie will ja eh Schluss machen mit ihm. Das ist okay. Sie wollte eh Schluss machen. Ja, Jay, das ist halt echt blöd, dass es nicht geklappt hat, ne? Aber ich meine, ich glaube, dann hat es mit uns auch einfach keinen Wert mehr, ne? Dann sollten wir uns vielleicht lieber trennen. Oh mein Gott, wie seine Augenbrauen aussehen. Dann sollten wir uns ja vielleicht lieber trennen, ne? Dann macht das wahrscheinlich auch einfach, das hat dann einfach auch gar keinen Wert mit uns. Du weißt, wenn du jetzt auch nicht der Papa bist, das ist ja blöd gelaufen dann, ne? Also dann pack gerne deine Sachen und dann würde ich sagen, haben wir das geklärt, dann ne, sind wir halt jetzt getrennte Wege und war schon auch schön, dass du da warst. Und ich habe dich auf jeden Fall mit Johnny Schwarz betrogen. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber das ist ein netter Mann vielleicht. Also weiß jetzt auch nicht so genau. Ja, aber Johnny, ne, lass ihn da raus. Das musst du ihm dann auch nicht auf die Nase binden. Wirst du ihm sagen, dass er der Vater ist? Ja, klar sage ich Johnny, dass er der Vater ist. Vielleicht wird er das Kind ja kennenlernen. Ich ziehe auf jeden Fall aus. Ja, das kann ich verstehen, ne? Ja, tut mal leid für Jay, ne? Tut mal ein bisschen leid auch für Jay. Ja, ich glaube, wir müssen den Stream beenden, Leute. Das macht super Performance-Probleme gerade. Wir lassen jetzt Jay noch ausziehen. Und dann, haben wir das erledigt. So ein kleines Zeichen, ob ich beim Stream jetzt wohl einen kleinen Corgi als Avatar habe. Oh, wie süß! Bei Steam sagst du. Ach, süß, Alisa. Ich will auch einen Corgi als Avatar. So, Jay, das war schon nett, dass du bei uns gewohnt hast, aber... So, Jay, du musst dann gehen. Du kannst aber kein Geld mitnehmen, weil wir sind...
wir müssen ja Geld verdienen auch, ne? Cool. Schau schön, Leute, schau schön. Gut, wir werden den Johnny dann nochmal treffen, würde ich sagen. Leider macht der Stream ziemliche Probleme hier gerade mit der Qualität. Deswegen werde ich mal beenden, weil es ist einfach zu heiß heute. Wir sind jetzt auch schon wieder 3,5 Stunden, zumindest auf Twitch, ne? Auf YouTube waren es jetzt nur eine Stunde. War halt mal ein kürzerer Stream. Schreibt mir gerne eure Ideen zum Szenario in die Kommentare, ob wir vielleicht jetzt Johnny zu uns holen wollen oder auch nicht. Bin sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Auf Wiedersehen, ihr Lieben, auf YouTube und tschüssli!